Herzlich willkommen zum ersten Sommerspezial von Bauen und Wohnen. Wir haben uns natürlich wieder einen ganz tollen Ort ausgesucht, und zwar das Hotel Bad Schachen in Lindau. Und bei mir ist die Chefin, die Claudia. Herzlich willkommen hier. Danke, herzlich willkommen an dich, lieber Tobias. Jetzt sehe ich hier so ein wunderschönes Hotel mit viel Tradition. Erzähl doch mal was über die Geschichte. Puh, wo fange ich da an? Also 1752 war der Startschuss. Da hat mein Vorfahre Johann Georg Schieling für 600 Gulden dieses ganze Grundstück erworben. Damals war es eine kleine Badehütte, ein bisschen Rebland, eine Eisenschwefelquelle. Okay. Und dann hat einfach jede Generation seitdem angebaut, abgerissen, neu gebaut, renoviert. Und nach über 272 Jahren, okay, steht jetzt dieses wunderschöne Haus hier. Also es ist ja echt beeindruckend, wenn man hinschaut. Und auch dieser Turm, da will Sandra auch nachher rein. Was hat es jetzt mit dem Turm und dem Ganzen auf sich? Wir werden tatsächlich nachher auch hochgehen in den Turm. Der Turm oder der Teil mit dem Turm ist gar nicht der älteste Teil des Hotels, was viele immer denken. Diesen Teil gibt es seit 1910. Okay. Und zwar hat damals mein Urgroßvater Robert Schielin ist mit seiner Frau Elfriede an den Gardasee und hat dort ein wunderschönes Hotel gesehen. Das Hotel Gardone in Gardone. Und da war ein Hotel mit einem Turm und er hat gesagt, das muss ich haben. Kam zurück nach Lindau und hat die alten Gebäude alle abgerissen und hat diesen Gebäudeteil mit dem 54 Meter hohen Turm bauen lassen. Das wurde dann 1910 eröffnet. Der Turm hat absolut keine Bedeutung, er fand es einfach nur schick und dann stand es da. Sieht aber auch schick aus. Jetzt haben wir ganz viel Tradition, aber jetzt muss man ja nach vorne planen. Du bist jetzt in der Geschäftsführung. Was hast du jetzt für Pläne mit diesem Hotel? Also wir sind traumhaft direkt am Bodensee, das ist ein Traum. Es ist ein absoluter Traum und also ich bin ja auch hier aufgewachsen. Ich bin tatsächlich im Hotel aufgewachsen, beziehungsweise in dem Haus nebendran, habe viel Zeit im Hotel verbracht und es war immer klar, dass ich das Hotel übernehmen möchte. Seit diesem Jahr darf ich auch die Geschäftsleitung machen und wir haben natürlich sehr, sehr viel vor. Also das Hotel Bad Schachen ist seit 272 Jahren ein Saisonbetrieb und es ist ganz wichtig, dass wir einen Ganzjahresbetrieb daraus machen. Da muss aber einiges an Arbeit noch geleistet werden. Wir wollen einen sehr großen Umbau machen, der nächsten Winter, spätestens übernächsten Winter stattfinden soll. Da wird die komplette Technik neu gemacht, also Heizung, Rohre, Keller, Dach, alles was dazugehört. In dem Zuge werden Zimmer zusammengelegt. Aktuell haben wir 128 Hotelzimmer, dann werden es nur noch 93 Zimmer sein. Wir haben aktuell sehr viele Einzelzimmer. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Die werden alle zusammengelegt, große Suiten und große Doppelzimmer draus gemacht. Und dann könnten wir auch als Jahresbetrieb laufen und dementsprechend auch Ganzjahresverträge machen. Aktuell haben wir sehr viele Saisonkräfte, was die Personalakquise halt auch sehr schwierig macht. Aber das ist mein großer Traum und daran arbeiten wir seit den letzten Monaten daran. Und genau, das wird dann in der Gesellschaft vorgestellt. Und wenn das durchgeboxt wird, dann können wir das machen. Jetzt kennt man in Lindau in erster Linie die Insel, aber hier das Festland darf man ja auch nicht verpassen. Und dann gibt es hier noch ein Seebad. Ja, also genau was du sagst. Ich finde auch, wenn man über Lindau spricht, dann wird oft das wunderschöne Festland vergessen. Also wir haben hier natürlich den schönsten Blick auf die Berge und die historische Insel. Wir haben hier den Lindenhofpark, das ist der städtische Park mit alten Bäumen und der Friedensraumvilla. Und wir haben natürlich unser Parkstrandbad, das dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Am 24. August feiern wir eine große Feier. Ja. Mit Tanz und Feuershow und Kulinarik und da wird das Parkstrandbad eben gebührlich gefeiert. Also ich kenne es immer aus Social Media, da gibt es immer ganz tolle Posts. Und wenn du schon da bist, du hast glaube ich ein Gewinnspiel oder ein Geschenk für die Zuschauer von Bauen und Wohnen und die User, ja, die etwas gewinnen können. Ich würde gerne eine Nacht im Hotel Bad Schachen inklusive Frühstück und Abendessen schenken und würde mich freuen, das beisteuern zu dürfen. Also ich darf leider nicht mitmachen, sonst wäre ich sofort dabei. Liebe Claudia, vielen herzlichen Dank schon mal. Danke. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.